عصيت الله يوما غافلا فنسيت أن الله قد أعطاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen zu dem heutigen schönen Anlass der Hochzeit unseres Bruders Barakallahu fi und unserer Schwester, seine Ehefrau. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie segnen, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen vereinen und ihnen rechtschaffene Kinder geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ein glückseliges Leben schenken. Wie bereits bei der Eheschließung schon erwähnt, hat Allah subhanahu wa ta'ala im Koran diesen Moment und diese Verbindung zweier Menschen erwähnt, und zwar als ein Zeichen. Und das bedeutet, es ist etwas Besonderes. Es ist etwas Besonderes, weil Allah subhanahu wa ta'ala hier Menschen zusammen vereint, Herzen zu einem Herzen macht. Er sagt, und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet, und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Allah erwähnt in dieser Aya die Ehe, und er erwähnt auch das Elixier der ehelichen Glückseligkeit. Und zwar beginnt erst einmal Allah subhanahu wa ta'ala, indem er sagt, dass er aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat. Und im Islam ist ja die Glaubenslehre, dass Hawa, also die Ehefrau von Adam, Eva auf Deutsch, aus einer Rippe von Adam erschaffen wurde, also ein Teil des Menschen ist. Und dieser Teil des Menschen findet wieder seine Heimat. Ja, durch die Eheschließung findet die Ehefrau die Heimat und der Ehemann findet seine Heimat. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala danach, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Sakan im Arabischen, wie es in dieser Aya erwähnt wurde, ist ein Heim. Sakan ist Heim. Und in einem Heim empfindet man Ruhe. Jeder von uns braucht ein Heim, eine Wohnung, also ein Rückzugsort, damit er Ruhe empfindet. Denn das Leben da draußen, auf der Straße, auf der Arbeit, an der Uni, egal wo man auch seine Zeit verbringt, mit den Mitmenschen, bringt Stress mit sich, bringt Gedanken. Ruhe empfindet man, wenn man zu Hause ist. Und das Zuhause eines jeden Menschen ist eben sein Ehepartner, eben die Ehefrau für einen Mann und der Ehemann für eine Frau. Warum ist es ein Heim? Allah Azza wa Jal erwähnt hier zwei Säulen dieses Heims, dieses Rückzugortes. Und zwar einmal ist es die Zuneigung, also die Liebe, und zum einen die Barmherzigkeit. Warum Liebe und Barmherzigkeit? Liebe, das ist die Grundlage der Ehe. Es sind zwei Menschen, die Zuneigung empfinden, die Gefühle füreinander empfinden. So hat uns Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen. Und das ist der Treibstoff der Ehe. Und dieser Treibstoff, den gilt es jeden Tag wieder aufzutanken. Den gilt es jeden Tag wieder aufs Neue einzunehmen. Indem man eben die Vorteile des Ehepartners sich anschaut und die Nachteile übersieht. So hat es uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam beigebracht. Er sagte, wenn jemand etwas Schlechtes an seiner Ehefrau, beziehungsweise die Ehefrau etwas Schlechtes an ihrem Ehemann sieht, also etwas, was mir jetzt nicht so gefällt, dann erinnere dich an das Gute. Denn sobald ich mich an das Gute erinnere, werde ich das andere vergessen. Denn es
lohnt sich, mit dieser Person weiterzuleben, auch wenn sie Macken hat. Jeder von uns hat Macken, aber die guten Seiten sind überwiegend, überwältigend, und daher ist diese Liebe die Grundlage des Ehelebens. Aber sollte doch einmal ein Moment auftauchen, an dem man vielleicht diese eine gute Seite vergessen hat oder die schlechte Seite so im Vordergrund steht, dann gilt es, die Barmherzigkeit aufzusuchen und mit Barmherzigkeit zu leben. Und Barmherzigkeit bedeutet Gerechtigkeit. Man darf nie ungerecht werden. In einem Moment, wenn man sauer wird, in einem Moment, wenn man vielleicht mit der Person nichts zu tun haben möchte, vielleicht mal Abwechslung haben möchte, in dem Sinne, dass man alleine sein möchte oder sowas Ähnliches, da darf man nicht ungerecht sein gegenüber dieser Person. Denn ein Eheleben, da geht man durch dick und dünn, wie man sagt. Ja? Und die Kunst ist es nicht, wenn es uns gut geht, dass wir uns lieben, sondern die Kunst ist, wenn es uns schlecht geht, dass wir uns lieben, dass wir zueinander halten, dass wir uns nicht verlassen, dass wir die schönen Momente genießen, aber auch die schweren Momente zusammen überwinden und bewältigen. Daher sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Unser Vorbild in allen Lebenssituationen, in allen Momenten in unserem Leben ist unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist der beste Ehemann, er ist der beste Vater, er ist der beste Sohn, er ist der beste Nachbar, er ist der beste Händler, er ist der beste Redner. In allen Situationen ist er ein Vorbild. Und wer behauptet, er sei besser in einem Lebensbereich, der möge es gerne vormachen. Und der kann uns gerne zeigen, wie er es besser machen möchte. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt mit seinen Ehefrauen auf beste Art und Weise, und die Ehefrauen des Propheten alaihi salatu wassalam lebten auf beste Art und Weise mit ihm. Und das gilt es umzusetzen. Für jeden Ehemann, für jede Ehefrau gilt es, den Propheten, den Gesandten als Vorbild zu nehmen. Wenn wir diesen gemeinsamen Nenner haben, dann wird das Eheleben eine Glückseligkeit. Wenn es nicht darum geht, dass meine Ansicht die richtige ist oder deine, sondern wenn es darum geht, weder ich noch du, sondern unser Prophet ist unser Vorbild, sallallahu alaihi wasallam, dann haben wir einen Schiedsrichter, dann haben wir einen Maßstab, an dem wir uns halten können. Und das macht den Muslim aus, sobald er hört, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, gut im Umgang mit seiner Ehefrau war oder seine Ehefrau gut im Umgang mit ihm war, da können wir gewiss sein, dass wir ein glückseliges Leben leben werden. Und es ist unsere Aufgabe, liebe Geschwister, auch besonders in Deutschland, in einem nicht-muslimischen Land, dieses Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam auch vorzuleben und nicht nur darüber zu reden. Es gilt, dass wir zeigen, wie lebte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er hat nie geschlagen, und deswegen ist immer diese ewige Diskussion über diesen Vers im Koran mit dem Schlagen, diese Diskussion erübrigt sich. Denn der Koran, das müssen wir auch verstehen, wurde in einer Zeit offenbart, in der es viele Sachen gab, die der Islam nicht wollte, sondern die der Islam ändern möchte, wie Sklaverei. Der Koran kam nicht, um die Sklaverei zu fördern, sondern ganz im Gegenteil, um sie zu beseitigen. Deswegen gab es sehr viele Formen der Buße, ja, das Wiedergutmachen, indem man Sklaven befreit. Und so kam auch der Islam in einer Zeit, in der das Schlagen der Ehefrau gang und gäbe war. So kam eben der Islam und hat dieses geordnet. Also schlagt sie nicht mehr so oft zu jener Zeit, weil das die erste Stufe war. Aber ist das eben die Situation, die der Islam für den Rest der Weltgeschichte will? Nein. Sondern wohin will der Islam? Der Islam will mit der Menschheit dorthin, wo der Prophet angelangt ist, sallallahu alaihi wasallam, eben, dass er nicht die Frau geschlagen hat.
Das ist ein wichtiger Punkt. Und deswegen ist es immer fatal, eine Ayah, einen Vers aus dem Koran zu nehmen und sagen, das will der Islam bis zum Ende der Welt. Nein, was der Islam möchte bis zum Ende der Welt, ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Koran gelebt hat. Und so hat er eben gelebt. Er sagte, Maßstab für die Güte eines Mannes ist, wie gut er zu seiner Ehefrau ist. Indem er eben sagte, der Beste unter euch ist der Beste zu seiner Ehefrau. Und ich bin der Beste unter euch zu seiner Ehefrau. Das ist Maßstab des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam mit seinen letzten Atemzügen hat er zwei Sätze gesagt, beziehungsweise zwei Wörter. Das Gebet und eure Ehefrau. Warum gerade diese zwei Sachen? Warum hat, und dann ist er gestorben, das war's. Das waren seine letzten Worte sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man stirbt, möge Allah uns ein gutes Ende geben, dann wird man nicht einfach Unnötiges sagen, sondern man wird seine Worte sehr, sehr weise wählen. Und warum hat er nun diese beiden Sachen erwähnt, das Gebet und die Ehefrau? Denn das Gebet ist das Rückgrat deiner Beziehung zu Allah Azza wa Jal. Es ist die Basis deiner Beziehung zu Gott und die Gesellschaft. Die Basis der Gesellschaft ist die Ehefrau, denn es ist unsere Mutter, es ist unsere Tochter, es ist unsere Schwester, es sind diejenigen, die die Generationen vorangebracht haben und voranbringen werden. Das heißt, eine intakte Beziehung zu Gott geschieht nur durch das Gebet und eine intakte Gesellschaft geschieht nur, wenn wir gut sind zu den Ehefrauen. Also hat er das Geheimnis des Erfolgs zusammengefasst in diesen beiden Worten. So war unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Deswegen sollte jeder von uns, jeder hat mal seine schwachen Tage bzw. hat Kurzschlüsse und so weiter, aber in diesem Moment sollten wir uns immer wieder erinnern an unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wie ist er umgegangen? Im Zorn, aber auch, wenn es ihm gut ging. In jeder Zeit war er immer barmherzig. Und das ist eben dieser Aspekt. Liebe, wenn Liebe vorhanden ist, wenn die Liebe intakt ist, wenn das Herz pocht voller Liebe, dann ist ja alles Friede, Freude, Eierkuchen, dann ist alles in Ordnung. Aber was ist, wenn da eine Hürde da ist? Dann muss die Barmherzigkeit eingreifen. Eben das, selbst wenn du mal wütend bist auf deine Ehefrau oder die Ehefrau auf deinen Ehemann, dass du nie ungerecht sein darfst gegenüber diesem Menschen, der ein Geschenk Allahs ist an dir. Ja, das ist eine Gabe Allahs, tabaraka wa ta'ala. Deswegen sollte jeder von uns sich auch beschäftigen mit dem Eheleben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es ist die schönste Liebesgeschichte überhaupt in diesem Universum und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister, unseren Bruder und unsere Schwester, möge Allah azza wa jal ihr Leben voller Liebe füllen und ihre Herzen vereinen und die Barmherzigkeit ihr Elixier jeden Tag sein lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen ein fröhliches, glückliches Leben geben, gesegnete Kinder, sowohl Jungen als auch Mädchen geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die noch nicht Verheirateten, möge Allah azza wa jal ihnen eben Eheleute geben, die sie näher bringen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, herzlichen Glückwunsch nochmal an unsere Eheleute. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.